Hey YouTube, Hetschinski wieder hier mit dem nächsten Guide und der nächste in der Liste nach Astra kommt nämlich Breach und der ist sehr interessant, einer meiner Lieblingsagents, aber um ehrlich zu sein auch am schwersten zu spielen, deswegen habe ich mir ein paar Leute aus meiner Community dazugeholt, um euch die Effekte ein bisschen besser zu zeigen, alles aus der POV von Breach, das ist für mich nämlich sehr, sehr wichtig. Auch ein paar kleine Erklärungen und Mini-Fix-Punkte dabei, die bei Breach gar nicht so irrelevant sind. Es ist ein etwas längeres Video, weil Breach sehr viel Vorbereitung und Besprechung braucht. Aber wenn ihr Breach auf Fracture, das ist die Map, um die wir uns hier nämlich kümmern, gut spielen möchtet und generell einen Breach-Input haben möchtet, dann solltet ihr euch das Video auf jeden Fall bis zum Schluss anschauen. Das erste, was wir euch zeigen, ist ein Setup in Richtung Satellite in der Defense. Du rennst vor. An Satellite, Stun geht raus, Flash rein, Flash kommt und dann kannst du fighten. Danach kann die Jet entscheiden, ob sie durchgeht oder nicht, das ist die Entscheidung der Jet. Ihr könnt dann zum Beispiel eine Rotation einläuten, das hängt davon ab, wie viel Main-Kontrolle ihr habt. Und in dieser Rotation Richtung B habt ihr natürlich die Wahl zwischen Generator und zwischen Kantine. Beim Rotieren solltet ihr immer den Blick auf die Minimap werfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit bekommt ihr einen Überblick, wo stehen eure Mates, welche Timings können eure Gegner haben. Das ist ein genereller Tipp. Und wenn ihr natürlich hier Richtung Generator geht, dann haltet ihr erstmal den Winkel hier hinten hin. Wenn es abgesmoked wird, könnt ihr ein paar Salven reinsprayen. Es ist ein bisschen tricky, von hier die Breach-Cs zu spielen. Also der hinten Richtung verdeckten Plant, Richtung Tower Plant, der geht auf jeden Fall. Wenn ihr aber hier Richtung Center Box das Ganze machen möchtet, müsst ihr natürlich schon sehr weit rausgehen und seid dann immer wieder zu punishen. Das heißt, wenn ihr einen Aftershock auf Anti-Plant spielen möchtet, dann rotiert ihr lieber hier in die Kantine. Da habt ihr wesentlich mehr Deckung. Achtet drauf, wenn hier gesmoked ist, ob ihr gepusht werdet. Das heißt, immer schön die Waffe in der Hand halten und sobald der Plant kommt, müsst ihr natürlich gut hören, zimmert ihr das Ding hier rein und zielt an oder ihr haut den Stun hier durch. Und da bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber der macht wahrscheinlich auch nach hinten Damage. Auch da, wenn ihr die Centerbox-Kiste nehmt, seid ihr dann sehr weit offen für den Tower. Das kann dann wieder ein bisschen gefährlich sein. Genau, ansonsten, wenn ihr noch blocken wollt, könnt ihr natürlich hier durch die Kiste blocken. Aber das ist im Endeffekt die Rotation, die ihr dann spielt. Und ihr solltet darauf achten, zu überleben. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel in Retake gehen müssen, so, er geht hoch, Stun kommt, ne, und dann hat mein Mate schon den Tower. Ist sehr, 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 sehr geil. Und bevor er zum Beispiel oben aus der Tür piekt, kann ich durch die Kiste hier eine Flash geben und der Spieler, der, genau hinter der Wand hier steht, ist dann los. Und das ist, denke ich, die perfekte Beschreibung für Breach. Ihr wollt immer in zweiter oder dritter Reihe stehen. Es geht immer darum, eure Utility für andere einzusetzen. Denn immer wenn ihr zum Beispiel eine Flash oder irgendwas anderes von euren Abilities benutzt, braucht ihr sehr, sehr lange, bis ihr eure Waffe wieder in der Hand habt. Und deswegen ist es immer besser, eure Util für jemand anderen einzusetzen. Und am meisten Sinn macht es natürlich mit dem Duelisten. Deswegen haben wir Gandyman hier auch dabei, der meine Utility gerade so ein bisschen ausnutzen kann. Das nächste Setup ist dann, wenn ihr am Main aggressiv fighten wollt. Wir werden extrem aggressive Setups hier zeigen. Ich gebe einen Stun in die Richtung. Dann kommt der Jet Dash vorne an die Kante. Ich werde, während ich meinen Stun auflade, auch nach vorne laufen, damit ich schneller an der Tür bin. So kann ich nach dem Stun rein und hier eine Flash geben. Dann kann mein Mate nämlich rumziehen. Ich könnte noch mit einer zweiten Flash hinterhergehen, kann ich euch auch mal zeigen. Die lässt man dann hier aufgehen. Dann kann mein Mate nämlich durchlaufen. Und wenn meine Jet alles richtig macht, checkt sie nach der ersten Flash, wenn sie hier vorne keinen sieht. Links die Corner und mit der zweiten Flash geht sie rum und fightet. Problem bei solchen Setups ist, ihr habt keine Flashes mehr für den Retake. Das heißt, ihr solltet immer überlegen, ob ihr diese zweite Flash werfen wollt oder nicht. Gerade Jet kann sehr gut alleine überleben, wenn der Gegner ihr Utility entgegenwirft mit Smokes auf dem Boden. Stun ist raus, du dashst nach vorne. Flash ist ready, kommt. Und zweite Flash ist ready, kommt auch. Genau. So, hier ist ein kleiner Fehler gewesen von Gandyman. Er hätte quasi nach dem Dash kurz hier warten müssen, bis meine Flash kommt. Das ist so ein Timing-Ding, das man gerade im Trockentraining mit seinem Duo sehr gut trainieren kann. Breach ist eigentlich ein super Agent für die Duo-Queue. Euer Mate geht in die Interlock Jet, was echt scheiße ist, ich weiß. Kann natürlich auch mit einer Race machen. Im besten Fall trainiert ihr aber vorher einfach mal trocken auf jeder Map eure Moves, die ihr spielen möchtet. So, und auch aus dieser Runde kann die Jet dann überlegen, ob sie durchpusht. Während ihr hier zurückrotiert, ist es nicht verkehrt, bevor ihr ans Seil geht, einmal zu schauen, ob ihr vielleicht von Satellite angezielt werdet, dann schnell hoch. Auch hier habt ihr zum Beispiel
einen anderen Agent, einen Brimstone oder so, der für euch hier Satellite anzielen kann. Solltet ihr in die Rotation gehen, ihr habt die beste Utility, um den Spike Plant wieder zu zerstören. Und da gilt das Gleiche, was wir eben gesagt haben, vom Generator die Treppe anzielen oder auf die andere Seite gehen, dann habt ihr euren Aftershock noch übrig und könnt dann von hier abwarten und immer davon ausgehen, wenn eure Mates um den Tower fighten, dass ihr hier oder vom Generator auch gepusht werdet. Also immer die Waffe in der Hand halten und erst im letzten Moment den Aftershock wirklich rausnehmen, um den Plant zu delayen. Das nächste Setup geht gegen den Tree. Im Normalfall habt ihr einen Brimstone dabei, der gibt euch hier noch eine Smoke. Euer Stun geht dann vor die Smoke, das heißt, wenn der Gegner durchläuft, wollt ihr ihn punishen. Das könnt ihr in einem Doppelsetup spielen, entweder nur mit dem Stun und eure Jet fightet, dann könnt ihr versuchen, sie hier raus zu flashen. Das zeigen wir jetzt nicht. Wir werden eine Follow-up-Flash geben, nachdem unser Stun aufgeht. Kann man hier durchflashen. Dafür müsst ihr nur gegen unten links dieses Z hier ziehen. So, bist du bereit, Gannyman? Jawohl. Alright, dann go. Dann kommt. Jetzt sehe ich das Z nicht, aber Flash kommt trotzdem an und dann kann er fighten. Und ihr müsst euch vorstellen, hier ist die Smoke. Und eure Jet kann wieder entscheiden, geht sie Tunnel rein oder nicht. Wenn ihr merkt, hier ist nichts, solltet ihr euch beim Umdrehen sofort hier drauf konzentrieren und nicht mit dem Messer in der Hand hier vorbeilaufen, während eure Gegner vielleicht in Arcade reinsteppen. Ne? Das heißt, ihr solltet sehr aware hier fighten und dann die Rotation einläuten. Das ist das eine Ding. Ich werde euch vorher aber erklären, was ihr machen könnt, wenn ihr euch in den Tower zurückzieht, weil ihr habt immer noch eine Flash, euer Stun kommt auch wieder. Ihr habt immer noch euren Aftershock. Und eine der wichtigsten Corners in der Defense im Tower ist diese Ecke hier, ne? Und wenn ihr merkt, der Gegner kommt hoch und ihr haut hier einen Aftershock rein, dann könnt ihr Utility, die der Gegner hier reinhaut, kontern vom Timing her und den Tower ein bisschen länger halten, ne? Und das heißt auch, ihr könnt nach dem Aftershock eins, zwei, dann die Flash rumgehen, falls der Gegner nämlich nach dem dritten, nach der dritten Explosion hochgeht, hat ein Problem, dass er die Flash noch kassiert und nochmal runter muss. Das heißt, ihr könnt mit Breach, mit allem, was diese Corner, Area hier bearbeitet, sehr gut den Tower halten. Und Tower ist für die Defense eine unglaublich wichtige Position. Aber achtet bei sowas darauf, wenn euer Gegner eine Brimstone-Ultimate, eine Breach-Ultimate, einen Lockdown oder so hat, dann solltet ihr nicht unbedingt in den Tower reingehen, weil ihr sehr wahrscheinlich davon getroffen werdet. Geht ihr in die Rotation nach dem Play, solltet ihr als Breach auf jeden Fall oben Richtung Tower gehen. Denn der R-Retake wird am besten gespielt, wenn ihr über die Halls hier in Armain reingeht. Dann habt ihr nämlich einen Split aus drei verschiedenen Richtungen. Und davor braucht ihr natürlich die Position hier unten. Da kommt es drauf an, normalerweise solltet ihr einen zweiten Initiator wie eine Fade, vielleicht auch einen Sova dabei haben. Wenn der euch die Info geben kann, ob hier was steht, ist das natürlich super. Ansonsten müsst ihr einen anderen Spieler wie euren Sentinel, der wahrscheinlich keine Utility mehr hat, wenn der Spot hier angegriffen wurde, vorschicken. Eure Flash ist eher keine Option. Das heißt, ihr müsst euch so ein bisschen reinarbeiten oder eben Teammate-Utility fordern. Eventuell ist euer Stun auch wieder ready, aber der ist von hier oben auch nicht einfach für Sand einzusetzen. Aber dafür natürlich umso stärker, wenn es in den Main-Fight geht. Das heißt, wenn unsere Jet jetzt zum Beispiel wieder mitkommt, wir machen das jetzt mal mit unserer Jet zum Beispiel, arbeiten wir uns hier vor. Jet könnte zum Beispiel eine zweite Smoke einsetzen und daraus runterdroppen. Dann kann ich Rafters abzielen, während die Jet unten cleart. Zum Spot müssen wir natürlich trotzdem vorsichtig sein, wenn wir Retake spielen. Und der nächste Schritt ist, dass ich die Jet hier reinflashe und danach einen Stun an diese Corner gebe. Bist du ready, Gannyman? Jawohl. Alright, dann Flash kommt. Du gehst rein und der Stun an die Corner kommt auch. Und damit kann er close fighten und baut damit dann den Druck hier Richtung Side auf. Ne? Den Aftershock, den kann man dann natürlich auch nochmal einsetzen hinter den Pillar. Und das Coole am Pillar ist, wenn ihr das Ganze halb hoch macht, also ungefähr hierhin zielt, dann macht euer Aftershock unten und oben gleichzeitig Damage. Und das ist absolut huge für den Retake, weil die wenige Deckung auf dem Spot, die existiert, dreht sich um die Deckung hier oben und die Deckung um den Pillar. Und wenn ihr aus der Main kommt, kann der Gegner auch nicht in der Ecke hier stehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr in eurer Rotation als Breach darauf achtet, euch um die Tür, um die Armain hier zu kümmern. Natürlich müsst ihr, wenn der Gegner drauf klarkommt, drumherum arbeiten, aber je mehr Leute der Gegner in Main hat, desto besser kommt ihr über diese Wege auf den Spot. Also es gibt immer Möglichkeiten, Dinge zu kontern und das müsst ihr ein bisschen aus dem Spiel lesen, denn Überblick ist euer bester Freund als Breach. Arcade-Setup, da könnt ihr natürlich auch hier hinten stehen und erstens dann, ihr könnt auch sagen, eure Jet schleicht ran und dann gebt ihr eine Flash hier durch die Wand.
Ne, dann kann eure Jett einfach mal mit der Flash fighten. Auch hier kann man überlegen, hier, genau, hier. Entschuldigt, hier vorne noch zu smoken, sodass eure Jett dann hier vorne in die Bank-Area kommt und dann vielleicht in den Tunnel reingeht. Ihr habt mit den B-Aggressions sehr viel mehr Möglichkeiten zu agieren. Ne? Wenn ihr A durchgeht, habt ihr immer die Möglichkeit, in den Spawn zu gehen oder auf die Brücke zu gehen. Kommt ihr aber an Tree oder an Bank durch, könnt ihr immer noch in den Tunnel laufen als Duelist. Ne? Und das ist das, was der Bridge euch ermöglicht. Ne? In dem Setup, das ich euch jetzt zeige, stehe ich mit dabei. Auch hier habt so kleine Fixpunkte. Ne? Ihr seht, wenn ihr leicht links von dieser dunklen Kante anzielt, geht eure Flash links an der Box auf. Jett steht links. Ich ziehe den Stun hier unten durch. Genau hier. Aber das Problem ist, wenn der Gegner früh hier links hinläuft, ist er nicht gestunt. Deswegen werde ich danach noch eine Flash hier hingeben. Und du dashst mit meinem Stun hier vorne an die Kante und ziehst dann nach der Flash erst rum, um die linke Area zu fighten. Okay? Okay. Gut, dann machen wir jetzt den Stun. 3, 2, 1 und go. Du dashst ran. Flash ist ready. Und rum. Somit bauen wir Druck auf die rechte Seite auf. Die kann ich zum Beispiel jetzt hier anzielen. Ne? Ich bin zweite Reihe, während meine Jett alles auf der linken Seite clearen kann. Und auch da könnten wir überlegen, hey, ich habe noch eine Flash. Ich kann dich hier nochmal runterbringen. Ne? Das heißt, hier einmal durch und rein. Das ist Kommunikation. Callt eure Flashes, sagt an, was ihr habt. Und überlegt auch, hebe ich mir die zweite Flash lieber für den Retake auf. Und hier gilt natürlich das Gleiche. Ihr könntet aus der Arcade-Position über die Ropes in den Tower und dann von oben, ich gehe den Laufweg mal, von hier oben anzielen, ob der Gegner die Treppe hochkommt. Ne, könnt ihr so einen Minischlitz draus machen und einfach schauen, dass ihr im Tower überlebt. Auch hier könnt ihr sagen, damit ihr nicht reinkommt, stehen sie hier. Und eure Jett hat ja diese ganze Area für euch unter Kontrolle. Das heißt, ihr wisst, ihr könnt hier nicht gebackstepped werden. Außer sie pusht natürlich einfach durch, aber das solltet ihr dann kommunizieren. Auch hier gilt, achtet auf die Ultimates der Gegner. Wenn große Sachen wie Brimstone Breach oder Killjoy drin sind, würde ich eher die Rotation Richtung A empfehlen und so oder so den B-Spot dann auf Raytech spielen. Und auch hier rotiert ihr dann hier hin und arbeitet mit euren Mates darum, die vielleicht ja vorher schon Sand-Kontrolle gehalten haben, mit der Flash und dem Stun dann wieder Richtung A-Main zu fighten und Winkel zum Spot und zum Tower zu nehmen und dann zu sagen, hey, hier gibt's meinen Aftershock, der Gegner soll oben nicht stehen können, dass ihr dort fighten könnt. So viel zu den sehr aggressiven Setups. Mit Bridge könnt ihr auch unglaublich gut, da nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel Satellite, warten, dass der Gegner was macht. Das heißt, die Jett wartet hier unten an der Corner und wir würden jetzt die Steps des Gegners hören. Dann habe ich hier eine Flash ready und sobald die Steps des Gegners kommen, geht die Flash auf und die Jett geht ins Duell. Ne? Das kann man natürlich auch von hier unten mit anzielen. Dann kommt der White Swing der Jett und ich pre-fire hier quasi die Corner. Ne? Das ist sehr, sehr gut machbar. Das nennt man Reaction Setups, das heißt, man verrät nicht direkt, was man vorhat. Man spielt nicht diesen Early Stun, um irgendwo Raum zu bekommen, sondern man wartet, ob der Gegner Steps macht und zieht sich dann zurück. Positioning-technisch müsst ihr natürlich schauen, ob ihr Deckung zum Main habt in dem Fall. Wenn ich hier unten stehe, ist das irrelevant. Das heißt, meine Jett kuschelt hier, ich mache die Flash, ich kann nicht von hinten geholt werden. Wir können gut fighten und können dann hier auch sehr gut arbeiten. Das werde ich euch jetzt nicht für jede Position hier erklären. Da müsst ihr sehr kreativ sein mit eurem Duo, besprechen, was ihr machen möchtet. Und deswegen ist das eigentlich das, was Bridge in der Defense sehr gut ausmacht. Er kann Räume durch den Aftershock gut halten, aber er kann vor allem seine Teammates, in dem Fall den Duelisten, extrem gut enablen und auch in so einer zweiten Welle mit einem guten Setup, Doppelflashes oder Stun und dann die Flash sehr gut, sehr tief in Räume reinbringen. So Leute, wir gehen in den Attack. Breach, sehr, sehr geiler Attacker-Agent, weil er diese Räume enabled und er ist halt der im Pulk des Teams läuft. Das heißt, häufig habt ihr einen Duelist dabei, Controller, nicht unbedingt den zweiten Sentinel, sondern den zweiten Initiator, weil der soll Info sammeln. Ne? Das heißt, in einem Setup, das ich spiele, würden hier Jett und Brimstone mitlaufen. Das heißt, man kann sich auch noch Winkel smoken. Sehr, sehr angenehm. Wir haben diesmal auch einen Gegner im Team. Grüße gehen raus an Luca. Und genau, ich gebe dir den Stun. Du läufst dran. Erschütterung! So, ich passe hier auf. Kommt keiner. Bin ready für die Flash. Flash kommt. Du gehst rum. In der Zeit kann ich die Tür anzielen, kommen hier Abilities durch, ist die Tür offen, sehr schwierig. Und bang, hinter die Kiste, nicht verkehrt. Und dann kommt der Execute. Wir machen den Aftershock so, dass oben und unten gleichzeitig gedamaged ist.
und dann geht der Dash hoch. Und go. Du läufst rein. Aftershock kommt. Flash setzen wir hier unten hin. Ja, unsere Jett hat es nicht geschafft. Ist aber super und damit wissen wir, die Gegner-Fade ist oben. Mit dem Dash hätten wir eine gute Ablenkung gehabt. Ein Gegner, der unten steht, wäre von meiner Flash hier blind gewesen. Das heißt, wir kriegen sehr viel Druck auf den Spot. Und einen guten Fight für unsere Jett, weil wenn sie hier hochkommt und meine Flash hier unten aufgeht, kriegt sie die Flash auf jeden Fall nicht ab. Wie sieht es aus, wenn wir den Spot unter Kontrolle haben? Ganz oft habt ihr den Spike. Wenn ihr ein gutes Timing habt, könnt ihr natürlich hier in der Ecke planten. Ansonsten versucht ihr hier zu crossen und hier in der Ecke zu planten. Das ist eigentlich so der Standard-Plant überhaupt. Beide zielen darauf ab, dass ihr aus der Main fighten könnt. Plantet genau ihr hier, kann sogar ein Lurker von euch über Satellite sehr gut den Spike abzielen. Ansonsten versucht ihr hinten zu stehen. Euren Aftershock habt ihr für den Go eingesetzt. Es gibt wenig gute Positionen, um mit dem Aftershock Damage auf den Spike zu machen. Zumindest aus der Main heraus. Das heißt, ihr bleibt hier hinten stehen. Habt keine Flash mehr übrig, aber ihr habt eventuell wieder einen Stun. Das heißt, wenn eure Mates hinter der Säule stehen und der Retake kommt, könnt ihr hier vorne anzielen. Und wenn du dann laut den Retake spielst, dann sagt Gandyman mir, wann ich den Stun loslasse. Jetzt. Na, und dann kannst du fighten und wir kriegen den Kill. Was immer so unsatisfying ist mit Breach, ihr seid immer nur der den Frag enabled. Das heißt, ihr macht ihn nicht. Aber ein guter Breach ist fast immer ein gewonnenes Game, weil er super, super nervig ist. Und achtet dann wirklich auch sehr viel aufs Radar bei solchen Sachen. Gut, auf diese Retake-Setups werden wir jetzt nicht so eingehen. Können auch hier nochmal eine zweite Welle, können auch hier nochmal zeigen, wie das zum Beispiel aussieht, wenn man in Sand reingeht. Der Stun kommt. Erschütterung! Die Jett kann zur Tür. Aber jetzt sollte ich hier sogar abwarten, ne? Da könnte man auch sagen, hey, wir machen erst eine Flash. Wie ihr seht, kann man, wenn man hier in die Ecke macht, die Flash in dieser Corner aufgehen lassen. Hier. Sehr eklig gegen den Operator, die anzielt. Damit kommt unsere Jett an die Tür. Dann ist mein Stun ready. Beben. Der geht raus. Jett kann durch. Und mit der Smoke, die oben fliegt, kann Rav das nicht gut fighten. Und man kann sich auch zuerst unten auf den Fight konzentrieren. Und dann oben. Und auch hier könnt ihr sagen, hey, ich lasse den Stun weg und nimm lieber eine Flash, die Blend hier aufgeht. Dann ist Rav das auch blind. Und unten ist jemand blind, ist wahrscheinlich sogar der bessere Fight für meine Jett. Stun geht raus. Du kommst vor, ich habe die Flash ready. Und dann ab durch die Tür. Na, und dann ist unten alles blind. Und wir kriegen unseren Frag. Das ist, so sieht das bei Breach aus. Also ihr müsst kein gutes Aiming haben, aber eine gute Kommunikation, weil ihr müsst vorher sagen, wo gehen eure Sachen hin, wo wollt ihr, dass euer Duelist reingeht. Habt keine Angst davor, auch eurem random Duelist zu sagen, wo ihr ihm Abilities hinwerft. Weil der wird sich freuen, wenn er Support bekommt, weil dann muss er weniger auf seine Abilities vertrauen, die dann später in der Runde nochmal entscheidend werden können. Dann gehen wir mal rüber zu Satellite. Das ist eigentlich ein relativ billiges Setup. Ich liebe den Early Pressure hier. Hier könnt ihr im Endeffekt sofort mit einem Stun hocharbeiten und Gegner zurückdrängen, die rauslaufen wollen. Das heißt, kannst mal hochgehen. Und genau, dann könnt ihr zum Beispiel hierhin dashen und dann gibt es nochmal eine Flash rum. Dann kann man hinter dem Stun nochmal mit der Flash arbeiten. Stun kommt, du dashst dran. Dann kommt die Flash, du ziehst rum, fightest vorne, aber eigentlich ist der Plan in dem Fall, dass du nach dem Stun direkt selbst rumläufst und close die Corner checkst und dann mit der Flash hier oben den Fight bekommst und die Corner clearst. Ne? Auch hier merkt ihr, Ganyman und ich sind kein eingespieltes Duo. Das heißt, diese Sachen, die wir jetzt so random einfach besprechen, weil ich dieses Video hier aufnehme, sind Sachen, wenn wir irgendwann mal Duo spielen sollten, die wir on the fly umsetzen können, weil wir sie einmal trocken gemacht haben. Das heißt, traut euch ruhig mit eurem Duo-Mate, der den Duelist spielt, ins Custom zu gehen und ganz viele dieser kleinen Setups zu besprechen. Wie sieht der Follow-up aus dieser Runde aus? Ihr habt die Kontrolle bekommen, das heißt, ihr lauft mit. Ihr könnt auch hier eurem Teammate wieder Flashes geben. Beim Go auf dem Spot müsst ihr mit eurem Brimstone kommunizieren. Genau, dass ihr diese drei Smokes hier bekommt. Dann könnt ihr nämlich sauber auf den Spot. Und wichtig ist hier im Endeffekt der Laufweg. Das heißt, wenn ihr eurer Jett hier eine Flash gebt, die zum Beispiel dafür sorgt, dass sie hier hinten rein kann. Das heißt, wir flashen einfach hier durch. Jett geht hinten rein. Gut, sie hat jetzt keinen Dash mehr, ne? Das heißt, sie muss sich so oder so normal vorarbeiten. Aber hätte sie zum Beispiel ihren Dash, würde sie hier reingehen in ihre Smoke. Und dann geht ihr hinterher, habt hier die ganzen Smokes und schaut, ob hier unten drunter jemand gammelt, während eure Jett rein ist. Ne? Und dann könnt ihr diese ganzen Corners clearen, um die sich Jett nicht gekümmert hat.
Und wenn Jet zum Beispiel in die Main kam, kann sie den Schritt zurück machen und kann von hier unten nach oben klären und wir können hier unten klären. Spielt ihr das nicht aggressiv oder wollt nur die Jet mal reinbringen, ein bisschen Druck machen, könnt ihr euch danach natürlich zurückziehen, das Tempo ein bisschen rausnehmen und dann in der zweiten Welle Richtung Arcade gehen. Wie man Arcade anspielt, kann ich euch natürlich auch noch zeigen. Hier hättet ihr jetzt zum Beispiel noch eine Flash übrig, hättet noch einen Aftershock und das ist einfach wunderbare Utility. Kann ich jetzt zum Beispiel, hier gibt es einen sehr geilen Aftershock, da zielt ihr hier hin. Mit dem Aftershock geht mein Mitspieler hoch. Und dann gehe ich hier durch und flash dich jetzt rein. Ne, und da bullien wir die Fate natürlich aus dem Leben. Ne? Dieser Aftershock zuerst sorgt dafür, dass an der Ecke nicht gefightet wird und mit der Flash hinterher. Die könnte man zum Beispiel auch einfach hier reinhauen. Dann ist sie jetzt im Rücken von Gandyman gewesen. Ne, und ist dann immer noch im Frayfrag. Da müsst ihr da gar nicht mit vorlaufen. Und diese Follow-Up-Setups. Aftershock, dann Flash. Stun, dann Flash. Das ist das, was Breach ausmacht. Er macht innerhalb weniger Sekunden sehr viel Raum möglich für eure Duelisten. Aber gerade mit der Distanz des Stunts müsst ihr natürlich einen Duelist haben, der das auch ausnutzen kann, zum Beispiel durch den Dash. Das hier an Tree. Hier arbeitet ihr eigentlich am Anfang mit einer Flash. Das heißt, bevor der Gegner pushen kann, fliegt eine Flash hier durch. Und da ist auch wieder die Frage, dasht die Jet hier vorne dran oder in ihre Smoke, um dann mit der Flash rumzuziehen und zu fighten, wenn der Gegner die abbekommen hat. Aber im Endeffekt habt ihr halt einen sehr guten Tower Pressure. Das heißt, eure Jet hat ihren Dash nicht genutzt jetzt zum Beispiel. Dann kann sie mit dem Stun an den Tower ran dashen. Ne, ich mach den Stun mal raus, dann dashst du in den Tower-Eingang und go. Und danach gebe ich dir noch eine Flash, dass du reinläufst, kommt. Ne, und dann haben wir wieder den Fight. Und theoretisch könnte ich sogar, wenn du die andere Corner noch machen willst, hier rein flashen. Dann kannst du weiterlaufen und wir können sie komplett aus dem Tower rausdrängen, um diesen Fight zu nehmen. Aber es sind halt wieder zwei Flashes eingesetzt für eine Position. Ne? Ist immer die Frage, ob man das machen möchte. Auch wie verhaltet ihr euch hier? Ihr könnt mitgehen, wenn ihr den Spike habt, solltet ihr natürlich schnell planten. Hier ist ein guter Plant auf A, weil ihr von Main und auch aus dem Tower eigentlich einen relativ guten Winkel habt. Ihr könnt vom Spot verteidigen, da habt ihr aber keine Deckung. All diese Plants hier vorne sind leicht bangbar. Der hier ist nicht offen zur Main. Das heißt, wenn ihr könnt, plantet ihr hier oder hier in der Ecke, aber da braucht ihr gute Smokes und die Hoffnung, dass der Gegner nicht durchschießt. Also einer der sichersten und schnellsten ist der hier. Der allersicherste ist natürlich der in der Corner. Da solltet ihr auch schauen, dass ihr, wenn ihr ganz sicher legen wollt, in der Ecke legt. Wenn ihr etwas Risiko planten wollt, hier. Hat den Vorteil, ne, dass ihr natürlich weniger raus müsst. Und bei sowas müsst ihr dann aufs Timing der Smokes achten. Kommt ihr nochmal raus, ist das natürlich Premium. Dann bleibt ihr einfach unten stehen. Und ich ping mir kurz mal den Spike hier, ne, wenn er hier geplantet ist. Dann könnt ihr auch von hier unten, ich kenne den Fixpunkt leider nicht so gut. Muss man dann rausfinden. Aber kommt der an? Ja. Genau. Also das heißt, ihr könnt aufs Radar achten. Ich weiß nicht, ob man den hier noch ein bisschen besser hinbekommt. Ne? Aber es gibt ein paar fiese Winkel mit dem Aftershock, um das von hier zu machen. Von hier unten habt ihr eigentlich keine Chancen, das hinzubekommen. Und wenn ihr sagt, ich muss in den Tower, wir haben gar keine Kontrolle an Trey, dann ist es halt eigentlich noch leichter. Ne? Dann müsst ihr eigentlich nur hier grob in die Richtung zielen und kriegt den Damage drauf. Und auch da heißt es ja wieder im Attack wie in der Defense, wenn der Breach im Tower ist, dann lässt er eigentlich niemanden mehr rein. Wenn ihr hier aus Tree einfach nur passiv bleibt, weil ihr den Spike nicht habt, könnt ihr natürlich direkt nach hinten anzielen. Haltet ihr immer einen Winkel danach, wenn eure Abilities raus sind. Zielt hier die Smokes an. Guckt, ob vielleicht Arcade jemand entgegengeht. Ihr könnt sehr leichte Frags bekommen, wenn ihr den Gegner unter Druck setzt. Und das macht ihr als Breach halt eigentlich dauerhaft. Ja, Ultimates. Im Attack könnt ihr natürlich sagen, ihr spielt die Ultimate super crazy, fast über den kompletten Spot. Ne? Auch hier könnt ihr die Ultimate wie einen Stun in eurem Kopf haben. Das heißt, erst Ultin, dann Flashen, ne? Folge es dann hinterher. Die Ultimate ist noch eine Ability, die den Gegner einfach aus Positionen drängt. Wenn ihr merkt, ihr bekommt mit der Ultimate auf dem Spot keinen Frag, dann hat eure Ultimate generell sehr viel Impact. Dann könnt ihr euch nämlich theoretisch auch hier unten hinstellen, oder könnt ihr euch so hinstellen, dass eure Ultimate gegen Generator und Kantine geht und dann sollten eure Mates natürlich auch da hinterhergehen. Ne? Das sind Setups, die wir hier jetzt noch nicht besprechen, weil es mir vor allem um das Grundprinzip von Breach mit der Jet im Großen und Ganzen geht. Und für die Defense habe ich vergessen anzusprechen, nutzt die Ultimate
am häufigsten für den Retake. Ihr sollt so oder so passiv stehen. Ihr seid der Agent, der den Retake am besten enablen kann, auch wenn er keine Ultimate hat. Und für den Gegner ist es natürlich super unangenehm, wenn er weiß, die Ultimate wird noch kommen, während sie den Spike geplantet haben, weil dann sind die Positionen des Gegners meistens sehr gut predictable. Und da könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr Tower steht, eure Ultimate einfach hier durchfahren lassen und nicht gegen den Spot, weil ihr am Main haben möchtet. Danke, dass ihr euch das lange Video angeschaut habt. Falls ihr noch Fragen offen habt zu Breach und zu Fracture generell, schreibt sie gerne in die Kommentare. Es ist natürlich sehr aggressiv gehalten, auch in der Defense, wie das gespielt wurde, aber das ist ganz klar. Fracture wird generell recht aggressiv gespielt. Darüber bekommt ihr die so notwendige Info in der Defense. Und falls ihr noch ein bisschen Input zu passiveren Sachen auf Fracture haben möchtet, fragt mich gerne in den Kommentaren, da schreibe ich euch gerne ein paar Antworten zu oder schicke euch per DM noch ein paar Sachen. Keiner gibt es YouTube-DM, ich glaube gar nicht, dass es das gibt, aber ist auch egal. Vielen Dank fürs Einschalten, nicht vergessen zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Guide, euer Hitschinski.